So. Hallo, hier ist Naruto 286. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Phoenix Wright Ace Attorney Part 3. So. Und jetzt steht es hier, kommen neue Spiele, jetzt glaube ich hier Spieladen und wir machen aber Spieladen natürlich. So. Oh Mann. Jetzt drum ist das Hotel. Dann hier. Gut, dann haben wir hier alles schon mal. Bewegen. Nee, weiterreden mit ihm. Mit mir. Was Frau Faye betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gerne die Ergebnisse sehen, oder? Ja, würde ich gerne sehen. Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie war vielleicht Ihr Boss. Deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ey. Warte. Oh, für die Antwort würde ich aufpassen, Gamsho. Wart ab, wenn wir uns vor Gericht wiedersehen. Weil dann werde ich dich so auseinandernehmen, mein Freund. Du wirst nie wieder so ein großes Mundwerk haben. Ja, also gut. Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Autopsiebericht zu Gerichtsakte hinzugefügt. Mias Autopsiebericht. Todeszeit. Okay, 21 Uhr. Todesursache, ein Kopfwunde. Sofortiger Tod. Wow. Okay. Dann reden wir hier kurz mal mit. Achso, ja, genau. Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. Ja, du freust dich? Glaub mir, ich freue mich auch drauf. Tut mir leid, mein Bester, aber dieser Prozess werden Sie nicht gewinnen. Oh, glaub mir, den gewinne ich. Du hast hier gar nichts zu sagen. Das kannst du gar nicht sagen, ob ich ihn gewinne oder nicht. Ich kenne meine Fähigkeiten und ich gewinne ihn. Ich habe den letzten Prozess auch gewonnen, also gewinne ich den auch. Gib nicht so an. Ich werde dich auseinandernehmen, mein Freund. Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Edgeworth die Anklage übertragen. Edgeworth, toll. Mit Edgeworth werde ich so fertig. Glaubst du, ich habe Angst vor dem oder was? In irgendeiner Situation schlägt er sich schon auf. Ah ja, ich weiß, wo das ist. In der nächsten mit dem Fernsehstudio, wo dieser Mord begangen wird, schlägt er sich auf meine Seite, Alter. Dann hilft er mir. Was glaubst du, wer du bist, Gamsho? Edgeworth? Sie wissen sicherlich, was das bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Okay, dann reden wir einfach hier über Edgeworth. So. Okay.
Okay. So. So muss ich das jetzt machen, weil das ist echt klasse, sowas. Genau, der, mein Bester. Hier. Herr, ach Gott, hier sage ich schon. Herr Miles Edgeworth. Höchstpersönlich. Moment mal. Sie kennen ihn doch, oder? Oh. Natürlich. Ich kenne ihn. Ja klar, natürlich kennen die sich. Er und Phoenix sind hier zusammen zur Schule gegangen als Kinder. Daher. Ich kenne ihn, gefürchteter Staatsanwalt. Kennt weder Schmerz noch Gewissensbisse. Er wird nicht eher Ruhe bis... Was? Er wird nicht eher ruhen? Achso, ruhen. Ich wollte gerade sagen. Haben die jetzt Schreibfehler drin? Ich wollte gerade schon sagen, ey. Ich habe mich für Tarn selber gerade verlesen hier. Bis das Urteil schuldig lautet. Ja, kriegt er leider nicht raus. Hey, reden Sie nicht so über ihn. Es klingt ja, als wäre er ein Unmensch. Ja. Unmensch kann man eher nicht sagen, dass er ein Unmensch ist, aber er hat leider nur beim Falschen gelernt und das hat ihn so werden lassen, aber egal. Er hilft ja uns so zwischendrin in den Teilen, hilft er uns ja häufig auch, daher ist es ja auch kein Problem. Deswegen kann man nicht sagen, dass das so ein Unmensch ist. Trotzdem fürchte ich, dass der Fall somit weitgehend entschieden ist. So, Edgeworth ist mit von der Partie. Er hat keinen Fall verloren, seit er mit gerade mal 20 Staatsanwalt wurde. Wow, das ist wirklich jung mit 20, das ist wirklich sehr jung. Ja, warum nicht? Man kann auch mit 20 dann Staatsanwalt werden, warum nicht? Wenn man die Kenntnisse und das alles hat und man hat und die Fächer und alles ganz gut laufen, dann schon okay, wenn es in der Schule ganz gut war und dadurch die, damit habe ich die Schulfächer. Wenn er sich dann da nichts schief gelaufen ist, das dann gut läuft, dann okay. Warum gerade nicht? So, es gibt natürlich Gerüchte über dunkle Abmachungen und gefälschte Beweise. Ja, ich weiß. Manfred von Karma arbeitet mit gefälschten Beweisen. Und bei ihm hat er ja auch gelernt. Sicher ist nur eins, sein auffallender leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, ihm schon so schnell gegenüberzustehen. Okay, jetzt habe ich mit ihm komplett geredet. Das war das jetzt. Das reicht. Als nächstes öffne ich das Ding und jetzt präsentiere ich dem das. Oh, das falsche Knopf gedrückt. Sorry. Hä? Geht nicht? Was ist los? Ah! Ja. Ich bin so doof. Hier. Da war doch ein Stück Papier neben dem Opfer, oder? Ja. Auf dem der Name der Mörderin stand. Sind Sie sicher, dass Mia es selbst geschrieben hat? Der Schrift nach ist es schwer zu beurteilen, ob es ihre Handschrift ist oder nicht. Und außerdem, sie hat es nicht geschrieben. Du hast mir den Autopsiebericht gegeben. Da stand dran, sie war sofort tot. Also kann sie es nicht geschrieben haben. Also gibt es keine Beweise, dass Mia es geschrieben hat. Richtig. Gibt's ja keine Beweise. So, danke. Kann man hier, gibt's was Neues, was man reden kann? Kann man leider nicht, okay. Dann ich bewege mich mal. Crossberg, nein, dann bewege ich mich jetzt zur Strafanstalt zurück. So. Einen Moment. So. Jetzt habe ich das hier mit Ding. So.
Minuten. Gut, das machen wir nämlich jetzt. Hallo. Was gibt's Neues? Haben Sie den Anwalt getroffen? Tut mir leid. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich verstehe. Ich werde besser diese Star-Anwahl. Was? Okay, alles klar. Star-Anwalt auftreiben, von dem sie sprach. Gut. Lass uns reden. Ihre Familie. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ich hatte nur meine Schwester. Mein Vater starb, als ich noch sehr klein war. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das weiß ich nicht. Weiß sie nicht. Da könnte sie noch leben. So. So, hier, Ihre Mutter. Die Frauen in meiner Familie waren schon seit Generationen Medien. Man sagt, dass übersinnliche Kräfte uns im Blut liegen. Vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einem Vorfall verwickelt. Da war ein Mann, er hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wolle und verließ den Berg. Phoenix wieder. Also, Sie leben allein? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Nun ja, ich muss selbstständig werden oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so allein oben auf diesem Berg. Feind Ihrer Mutter. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der Ihre Mutter ruiniert hat? So etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Ein Moment, ich muss gucken wegen der... ich hab doch die Lautstärke runtergeschnitten. Wollte gerade sagen. So. Ich stelle die Lautstärke doch noch ein bisschen runter, dass es nicht wirklich ein bisschen zu laut rüberkommt, weil das merke ich gerade in meinem Headset. Und das würdet ihr wahrscheinlich auch merken. Okay. So etwa... okay, haben wir. Verursachte große Wirbel. Beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei trat auf der Stelle und verzweifelt fast. Ja, okay, so ist es besser von der Lautstärke, weil ich muss ja auch ein bisschen was an Lautstärke drin lassen. Aber das war wirklich ein bisschen zu stark laut. Aber jetzt passt es wenigstens wieder. Ich habe schnell die Lautstärke unten runtergeschraubt. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredet meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow. Und was ist passiert? Der Fall wurde gelöst. Gelöst, dachten wir. Sie dachten. Der Mann, den meine Mutter überführen half, war unschuldig. Zusammenarbeit der Polizei mit einem Medium wurde natürlich geheim gehalten. Aber ein Mann fand es heraus und verriet es der Presse. Verriet, sag ich schon, sorry. Verriet es der Presse.
Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei und sie stürzte sich darauf. Meine Mutter wurde zum Gespött des ganzen Landes. Ich verstehe. White. Entschuldigung, White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. Wie? White? Ham? Okay. Puh. Warte mal. Ah, nee, ich habe noch gar kein... ja, ich habe noch gar kein Foto. Untersuchen brauche ich auch nichts mehr. So. Was war dann hier? Nicht noch nicht fertig mit Maya? Warte mal, das war. War ich noch immer fertig mit der? Was ist denn jetzt wieder los? Bei Crossberg. Ich gehe noch mal kurz Strafanstalt zurück. Vielleicht muss ich irgendwas da. Ding. Warte mal. Ja, okay. Warte. Warte mal. Ich habe eigentlich der. Eigentlich nicht, was ich da präsentieren könnte. Warte mal. Soll ich das? Was Notizen? Nee, das andere habe ich dann schon also zurück. Und das Zoom kann man da vielleicht irgendetwas? Nee, ich glaube nicht. Nee, haben wir schon alles. Hier ist nichts mehr. Das ist doch gerade Mist, Alter, wenn man hier. Präsentieren kann ich hier nichts, weil ich sonst nichts präsentiert habe. Fragen kann ich sie auch nichts mehr. Warte. Ne, fragen kann ich sie nichts mehr. So gar nichts. Gut, dann muss ich mich bewerben. Dann gehe ich zur Anwaltskanzlei nochmal. Vielleicht kann ich mit ihm nochmal reden. Ne, geht auch nicht mehr. Probier das jetzt nochmal. Okay. Ja. Präsentiere ich mal das, vielleicht geht das. Ah ja, ach, das ist, da habe ich. Ah, das! Das habe ich. Könnten Sie es vielleicht zurückgeben? Ah ja, genau, das war das. Ja, stimmt, das hat mir noch gefehlt. Hm. Klar, Moment mal, Junge. Raffinierter Anwalt. Ja, natürlich. Oh, oh, er hat mich erwischt. Sag's direkt. Hm. So. Oh nein, nur Sie wissen schon, Inspektor. Nö. Ich weiß gar nichts, Junge. Im Handy sind viele Nummern. Zum Beispiel die von Ihrem Freund. So ein Handy enthält alle kleine und große Geheimnisse eines Mädchens. Sie versuchen mich zu verwirren. Tut mir leid, Junge. Ich habe schon alles gespeichert. Die Nummern überprüft. Gespeicherte Nummern überprüft. Oh Mann, ey, immer ich mit meiner Aussprache gerade wieder. Tut mir leid, Leute. Das ist beeindruckend. Sie haben es. Ja, ziemlich drauf, Inspektor. Hm, ja, oh, hier, Sie können das Telefon zurückhaben. Ah, jawohl, perfekt. Ich glaube, das war das Letzte, was ich gebraucht hatte. Scheinbar hat er das aufgezeichnete Gespräch nicht bemerkt. Oh, Mayas Handy mit einem Gespräch zwischen der Chefin und Maya. Ja, gehen Sie in die Gerichtsakte, um das aufgezeichnete Gespräch anzuhören. Schätze, ich habe alles gefragt, was ich wissen muss. War das Freundchen? Ja, das war's. Ja, vielen Dank. Ich verschwinde jetzt lieber. Oh, warten Sie. Ich möchte Ihnen noch eines sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie mit diesen Zeugen reden wollen.
Das lassen sie jedenfalls besser bleiben. Sie werden mit ihren Anwaltsmethoden nicht die Zeuge beeinflussen, Junge. Das sagt gerade der Richtige. Mit beeinflussen. Von wegen. Jetzt, wo ich daran denke, die hatte ich ja total vergessen. Danke, dass du mich an die Zeugin dran erinnerst. Die Zeugin. Ja, Frau April Mai. Tut mir echt leid, aber ich kann Ihnen nichts über sie erzählen. Gut, Sie haben mir gerade den Namen verraten, Frau Mai. May, nicht wahr? Sie haben sie also schon nach Hause geschickt. Ah ja, jetzt probieren Sie es also bei mir mit Ihren Anwaltstricks. Anwaltstricks. Ja, doch, hat doch bestimmt. Bis zur Verhandlung darf sie ihr Zimmer nicht verlassen. Das heißt, sie ist noch immer im Hotel gegenüber. Danke. Ich sollte nicht versuchen, Informationen aus einem Inspektor herauszukitzeln. Oh, Gamsho, du bist einfach nur blöd. Du hast mir schon verraten, was ich wissen wollte. Danke. Da haben Sie verdammt recht, mein Lieber. Du hast mir von dir aus schon erzählt, was ich wissen wollte. Ich brauche aus dir gar nichts mehr herausfragen. Zeit, Frau May einen kleinen Besuch abzustatten. Hä? Ach ja, das da. Ja, okay. Prüfen. Maya, Mia, was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Mia, nun, ich möchte dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Maya, schon wieder, was ist es denn diesmal? Mia, es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie diese Statue, der Denker, und sie sagt die Uhrzeit an. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhrzeit nicht spricht. Maya, was? Sie funktioniert nicht. Wie schade. Mia, ich muss das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Hören wir, Maya. Dokumente, das sind also die Beweismittel. Ich überlasse das deiner Vorstellung. Bis später. Um nun. Okay. Perfekt, danke. So. Das ist mir schon klar. So. Bewegen wir uns. Ja. So, ab ins Hotel Gatewater. Klar, da war irgendwas. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen hatte, sonst hätte ich schon längst weiter können. Ich habe vergessen, das Handy zurückzuholen. Oh Mann. Ja, das kann leicht in so Sachen passieren. Bitte nicht. Deswegen nicht auf mich böse sein, deswegen. Oder übel nehmen, wenn manchmal solche Sachen passieren. Aber das kann ja auch zugutekommen. So kann ich es nämlich wenigstens dann nicht so schnell durchspielen. Okay, los geht's. 6. September. Hotel Gatewater. Zimmer 303. Oh, nun hallo, mein Hübscher. Hallo? Cool. Right, echt cool? Sie sind der Anwalt, oder? Der Kommissar hat es mir gesagt. Ach Gott, das ist doch eine Plaudertasche. Was, wenn er nämlich eine Plaudertasche der Typ ist, ey? Das kann doch nicht sein. Was sagt er? Erzählen Sie diesem Anwalt nichts. Nichts, Schätzchen. Hihihi. So, das ist doch ein... Oh, Gamsho. Du bist... Na, warte. Wart's ab, Junge. Wenn wir uns vor Gericht wiedersehen. Ey, ich mach dich sowas von... Ich nehm dich sowas von auseinander, Junge. Alter, ich mach hier meine Ermittlungen und du behinderst mich an den Ermittlungen, indem ich mir nichts sagen soll. Alter. Memo an mich.
Gamsho danke, dass er mir die Arbeit erschwert. Da kommt man sich ja vor wie im Film. Naja, wie in einem schlechten Horrorfilm. Das ist alles so aufregend. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Nee, okay, jetzt ist es vom Ton wirklich 100 Mal besser als wie vorhin, wo es auf 3 und 4 oder 4 stand. Oder auf 2. Jetzt ist es schon wirklich viel besser von der Musik und von dem Ganzen. Jetzt ist es nicht so laut. Das ist alles so aufregend. Ah, der Beherrschen, das habe ich schon gehabt. Oh, lassen Sie mich kurz ins Bad, damit ich auch aussehe wie die schöne Augenzeugin. Ja, von mir aus beruhigt der Anwalt. Tut mir jetzt schon leid. Oh ja. Ein Schraubenzieher ist in der Schublade geklemmt. Eigentlich ist es falsch, Schraubenzieher. Eigentlich heißt es normalerweise Schraubendreher. Richtig gesagt heißt es eigentlich Schraubendreher. Weil ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, den Schraubenzieher zu nähen, sondern du ziehst die Schrauben nicht, du drehst die Schrauben. Aber egal. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Mal sehen. Hey, hey. Oh nein. Was machen Sie denn da? Fassen Sie nichts an. Oh, sie schlimmer für Sie. Sie sollten nicht in fremde Zimmern herumschnüffeln. Sie wollen mich doch nicht verärgern, oder? Verärgern? Einen Moment. Lang dachte ich, sie würde gleich explodieren. Oh ja, das stimmt, hast recht, Phoenix. Ich möchte zu gerne wissen, was in dieser Schublade ist. Ah, shit, ich kann nichts machen gerade. Ah ja, natürlich. Was Sie sahen. Glauben Sie, Sie können mir etwas erzählen? Können Sie mir beschreiben, was Sie während des Vorfalls beobachtet haben? Beobachtet Vorfall. Sie klingen wie so ein Anwalt im Fernsehen. Hallo, ich bin auch ein Anwalt. Ich mag Männer mit einem großen Vokabular. Schluck. Ich sollte Sie jetzt nicht ermutigen. Stimmt, Phoenix, lieber nicht. Sie erinnern sich an die das, was neulich Schlimmes passiert. Ey, Alter! Ach Gott! Oh Mann, Phoenix, du kannst auch nicht richtig, nicht richtig zusammenreden. Kann das auch sein irgendwie bei dir? Oh Junge! Wie soll das einer denn besser lesen? Was haben Sie gesehen? Ich gehe nicht davon aus, dass Sie mir davon erzählen werden, wenn ich Sie höflich frage. Mal sehen. Gut. Träumen Sie weiter. Wow. Wenn Sie es wissen wollen, dann müssen Sie morgen ins Gericht kommen, Herr Anwalt. Oh Mann. Frau May. Könnten Sie, wer genau sind Sie? Oh, Herr Anwalt. Fragen Sie mich etwa an? Nein. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Hihi, wissen Sie eigentlich, dass Sie niedlich sind, wenn Sie rot werden? Ja. Klar. Mir kann es gerade nicht sehen, aber ich werde rot, wenn ich sowas schon sehe. Glaub mir, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so rot wurde. Nun, können Sie mir bitte
sagen, was sie beruflich machen. Alter. Nun ja. Nein, hihi. Und sie dachten, sie hätten mich richtig. Oh Mann. Dieser Raum. Ich sehe zwei Gläser auf dem Tisch. Lebt hier noch jemand mit ihnen? Oh, welche bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Ja, danke. Sie müssen einer dieser berühmten Detektive sein, wie die im Fernsehen. Nein, ich bin Detektiv. Ich bin nicht Detektiv, ich bin Anwalt. Oh nein, ich doch nicht. Ich bin nur ein Anwalt. Sagen Sie, Herr Spürnase, warum schauen Sie nicht mal im Papierkorb nach Indizien? Frau May mag keine neugierigen kleinen Anwälte. Hm. Oh Mann. Mhm. So. Gut, wir haben über alles geredet, dann werde ich mich wohl bewegen wollen. Zu Anwaltskanzlei Grossberg. Hm. Sieht aus, als wäre Herr Grossberg nicht da. Vielleicht sollte ich hier auf ihn warten. Das war wohl das deutliche Räuspern, das ich je gehört habe. Ah, also Sie sind derjenige, der mich sucht. Ja, der bin ich. Es sieht sogar noch größer aus, als ich gedacht hatte. Hm, das Abzeichen an Ihrem Kragen. Demnach sind Sie Anwalt, richtig? Ja. Ja, das stimmt. Und was wollen Sie? Ich habe zurzeit nicht so viel zu tun. Bitte fahren Sie fort. Nicht viel zu tun? Warum ist es dann so schwer, ihn anzutreffen? Das frage ich mich auch. Ach, komm. Hm, stimmt etwas nicht? Sie kamen, um den einzigartigen Marvin Grossberg zu sehen. Stimmt's? Nun, hier bin ich, mein Junge. Was wollen Sie? Raus mit der Sprache. Nun gut, es geht um Maya Fey. Hm. So. Hm. Ah, ja. Maya Fey, fahren Sie fort. Hm, warum diese merkwürdige Reaktion? Ach ja, ach. Ha. Okay, muss ich irgendwie nicht verstehen. Ich habe wirklich sehr viel zu tun, mein Junge. Ja klar, erst sagst du, hast nicht so viel zu tun, jetzt auf einmal hast du plötzlich auf einmal viel zu tun. Ja, nee, ist klar. Ich kann keine Fälle von heute auf morgen übernehmen. Das ist unmöglich. Warten Sie einen Moment. Woher wussten Sie, dass die Verhandlung morgen stattfindet? Wie auch immer. Ich fürchte, ich kann diesen Fall keinesfalls übernehmen. Ende der Diskussion. Was hat das zu bedeuten? Er hat abgelehnt, ehe ich ihn überhaupt gefragt habe. Was sage ich Maya nur? Hm. So. Ja, so, Maya ist hier, ist nicht hier. Sie muss bei einer Verhörung sein. Sie werden sie wohl eine Weile nicht gehen lassen. Vielleicht gehe ich nochmal zu diesem Anwalt und rede mit ihm. Ja, werde ich das mal wieder machen. So. Ja klar, geredet habe ich. Oh Mann, in der Schuhwurst hatte ich immer irgendwas vergessen. Meine Güte. Wie?
Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Sorry, Leute, tut mir leid. Das war gerade ein Fehler von mir. Das vergesse ich manchmal wirklich im Spiel, wirklich manchmal, dass sowas ist. Wenn ich danach nicht dessen habe, dann zurück zu ihr. Sehen Sie, es ist so. Ich bin sehr beschäftigt, wissen Sie. Aber der Klingt ist Mia Fey Schwester. Mia hat ihnen vertraut. Sie wusste, ihre Schwester würde in gute Händen sein. Ja, ja, sicher, das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid. Ich muss leider ablehnen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Kriecher. Na gut. Ich habe keine Zeit, mit ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Nur, ich glaube nicht. Hä? Sagten Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, dass kein Anwalt dieser speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Doch, ich übernehme den Fall. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Mia. Woher wussten Sie, dass Frau Fay? Sie arbeitet hier. Es ist sehr lange her. Während ihres Studiums, sie lernt meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hat eine Mission. Wissen Sie? Eine Mission? Man konnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Okay, das Bild. Wenn manchmal mir solche Dinge Fehler beim Lesen passieren, dann tut es mir leid, weil ich einfach dann viel zu schnell lese, weil ich dann immer einfach so schnell lesen will. Ach komm, bleib unten. Das Bild. Das Bild ist außergewöhnlich. Es ist innen aufgefallen. Es ist mir Freude. Was? Es ist mir Freude? Ja, okay, diesmal habe ich richtig gelesen. Diesmal ist es ein Fehler von denen. Es heißt normalerweise eigentlich nicht, es ist mir Freude. Es heißt eigentlich normalerweise, es ist mir eine Freude. Und nicht, es ist mir Freude und Stolz. Es ist beeindruckend. Nicht wahr? Nun nicht wahr. Die Farbe des Himmels. Die Nasen des Meeres. Die Struktur des Strohhuts. Alter, sind wir hier bei One Piece, weil du jetzt hier mit Strohhut anfängst? Junge! Es ist mindestens 3 Millionen wert, aber ich werde mich nicht davon trennen. Das will ich doch auch gar nicht. Nein, ich werde es nicht verkaufen. Nicht mal ihm. Ich will's doch gar nicht kaufen, mein Gott! Nicht, das ist interessiert gewesen wäre. Es ist nicht zu verkaufen. Ich kaufe auch nicht. So. Ja, da ist sie ja. 6. September. 15.42 Uhr. Strafanstalt. Besucherraum. Hallo? Oh, sind Sie wieder da? Haben Sie den Anwalt gefunden? Naja, was sage ich ihr denn jetzt? Nun, sehen Sie, sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Er schien mir nicht gesund zu sein. Das glaube ich auch langsam. Er war nur noch Haut und Knochen. Was ist wirklich passiert? Sagen Sie nicht
Hat er sich geweigert, mir zu helfen? Doch. Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Dann dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann beende ich jetzt hier den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich, euer Naruto1986. Schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke, bis gleich.